der Suche nach Hackards Armbrust, die wir hier haben. Der Milizionär Hackard hat bei einem Kampf gegen mutierte Lurker seine Armbrust verloren. Und die seltsamen Lurker, die sich da befinden, von denen wurde er sozusagen in die Enge getrieben. Und wir fetzen mal eben schnell oben hin und holen seine Armbrust. Ich weiß ja die Stelle. Und bis gleich. Das wäre dann Richtung Gefängniskolonie. Und wir werden dann natürlich noch ein paar, dieses lustige Getier werden wir dann da hinten auch nochmal mit Dandolos Hilfe nochmal ausmerzen. Und dann sind wir eigentlich schon in der Nähe von den mutierten Lurkern. Da mache ich auch noch eine kurze Kampfeinblendung. Ja, und hier sind ein paar Lurker. Und zwar bestimmt die mutierten. Ja, Dandolo, lass doch mal. Ich will auch wissen, ob das mutierte Lager sind. Da hinten am Passeingang warten auch schon die Orks auf uns. Ah, Dandolo. Dandolo, muss das sein? Bin ich doch so gut ausgebildet hier. Lauflieder. So, ich möchte auch mal einen Lager. Ja. Jawoll. Oh. Müssten, glaube ich, 5 sein. Ja, da hinten ist noch einer. Oh, Dandolo, schneller. Da ist auch Hackards Armbrust. Die sammeln wir mal ein. Ja, und dann machen wir hier nochmal die restlichen Lurker platt. Ich werde da noch ein bisschen looten und gucken, was hier gibt. Und zwar am Wasserfall mal wieder eine schöne Grabstelle. Na, also eine Stelle zum Ausgraben. Nicht da, wo Leichen oder Skelette liegen. Schauen wir doch mal. Ah, ich glaube, ich habe etwas eine gefunden. Silberne Schale verbirgt sich da. Hm, Dandolo, lass uns mal weiter hier den Leuten auf die Ketten gehen. Also in meiner allerersten Folge, wo ich an der Stelle war, habe ich die Orks da hinten nicht bekämpft. Ich versuche das mal mit Dandolo. Wenn ich da einfach mal rumgehe. Gucken, vielleicht werden die uns super gefährlich nachher. An der Stelle werde ich natürlich auch wieder ein bisschen abspeichern. Was wir jetzt machen. So, dann stapfen wir mal hier rüber. Ich will wissen, was sich da verbirgt. Bei dem Pass, bei diesen vielen. Naja, es sind ja nur 2. Ne, es sind 3. Okay. Ach du liebes Bisschen, das war doch ein bisschen zu gewagt, weil die haben Spitzhacken. Quatsch. Spitze Pfeile. Naja, vielleicht geht das ja mit einem kleinen Feuersturm. Okay. Sind die schon mal ein bisschen geschwächt? Gucken, kommt noch einer auf mich zu, oder? Oh, der hat mich erwischt. Aber Dandolo hat ihn den Gar ausgemacht. Und nochmal den Gar ausgemacht. Oh, Dandolo, danke dir, danke dir, danke Warte dir. Mal. Warte mal, hast du noch was zu sagen? Was Neueres zum Beispiel? Weil Dandolo ist ja auch verbessert worden. Warte auf mich, ich brauche dich nicht mehr. Kampfverhalten, Heiltrank geben. Okay, das ist doch schon mal gut. Speichern. Denn bei meiner einstigen Folge habe ich ja einfach hier die Orks links liegen lassen. Und ich möchte auch wissen, ob es hier eventuell irgendwelche geheimen Sachen gibt. Außer Krusch-Agosch, Orksche Armbrust, Myrtaner Orkkrieger. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Rune oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Mag alles. Was? Ach, da kommen auch noch welche. Okay, bleib hier. Scheiße. Geht ja auch noch da rein. Nee. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe euch gesagt, ich mache es anders, obwohl die Places hier bekannt sind. So. Dandolo, du bist mir zu weit drin. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ah, sogar Stufe gestiegen. Ja, komm, Dandolo.
Wow, ein völlig neuer Bereich zur Gefängniskolonie. Dandolo, danke, danke, danke dir. Okay, wenn du über die Hälfte an Leben verloren hast, wirst du sowieso. Jetzt wird erstmal gespeichert. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen überfragt hier. Also erstmal hier das Kampfverhalten wieder ändern. Der soll mir hier nicht durch die Pampa latschen. So, und außerdem will ich nicht zu viele Ork-Krieger hinmetzeln. Nachher geht mir irgendwas kaputt. Also werden wir wieder zurückgehen und gucken, was es dann hier noch gibt. Okay, den müssen wir auch noch nehmen. Mit seiner Krusch Agasch. Und dann gucken wir mal, was hier ist. Also ich glaube, die habe ich alle schon... Nee, den habe ich noch nicht gelootet. Nicht zu holen. Dich habe ich gelootet. Gucken, kann man das Grab eventuell... anhacken? Nein, kann man nicht anhacken. Gibt's so eine Pfanne? Könnte man Fleische braten? Leckeres. Ja. Dann werden wir mal hier wieder den Rest mal hier erledigen. Und ich weiß noch, hinten rechts waren halt eben die rote Laterne, Leute. Ne? Also ich spring dann mal eben. So, hier war ja der Ork-Söldner. Den lassen wir mal schön außer Acht. Ich will doch lieber nochmal vorsichtshalber zur Innos-Statue beten und jetzt auch wieder mal an meinen Stammschreiber im Kanal. Warum soll ich hier nicht in Beten investieren? Ich spende gerne 100 Goldstücke, um Stärke zu bekommen. Bloß halt eben meine Goblin-Bären, die ich unterwegs gefunden habe, die werde ich natürlich nicht aufmampfen. Ja. Dahin gehen wir später. Ich möchte aber Hackert erstmal noch die Armbrust wieder zurückgeben. Und bis dahin sehen wir uns wieder. Ah, oh, das sieht nach Baumstamm aus. Nee, ich habe mich vertan. Hier sind ja die Leute von der roten Laterne bei ja nicht. Wir sind ja hier auf diesem Passplateau. Naja, okay. Wie schon gesagt, auf, zurück zu Hackert. Armbrust abliefern. So, Hackert, ich lief dir deine Armbrust aus. Ich habe deine Armbrust gefunden. Ich danke dir. Jetzt kann ich wieder auf die Jagd gehen. Hier, nimm diese 100 Goldstücke von mir als Belohnung. Ja, wenn da nicht noch was wäre. Ich habe die mutierten Lurker getötet. Echt? Alle Achtung. Weißt du was? Für diese gute Nachricht sollst du nochmal 100 Goldstücke von mir bekommen. Hier, nimm. Ja, nimm, ja. Sehr schön. Deine Verletzung sieht aber schlimm aus. Und das ist natürlich... Deine Verletzung sieht aber schlimm aus. Ja, verdammt, es ist schlimmer, als ich zunächst gedacht habe. Hör zu, hier gibt es nur einen, der mir helfen kann, der Alchemist Constantino. Du musst ihn so schnell wie möglich aufsuchen. Klar, mach ich sofort. Wo finde ich denn den Alchemisten? Wenn ich das wüsste. Ich hoffe, dass er überhaupt noch am Leben ist. Vielleicht ist er ja bei denjenigen geblieben, die in den Norden geflohen sind. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung von mir. Verstehe, keine Sorge. Ich mach mich so schnell wie möglich auf den Weg. Beeil dich bitte. Ich habe das Gefühl, dass es mit mir zu Ende geht. Kopf hoch. Alles wird gut. Hoffentlich. Hier hast du 100 Goldstücke. Ich hoffe, dass es reichen wird, um den Alchemisten zu bezahlen. Ja, und wir wissen natürlich alle, der aufmerksame Zuseher meiner Folgen weiß noch ganz natürlich, dass der Alchemist oben am Leuchtturm ist. Jetzt überlege ich mal und bequatsche ein bisschen mit Dandolo, was machen wir denn als nächstes? Wollen wir ihm mal eben schnell hier seine Krankheit heilen oder wie? Okay, Dandolo, box dich schon mal warm und warte auf mich am Leuchtturm. Warte auf mich beim Leuchtturm. Na gut, dann gehe ich mal los. Pass auf deinen Rücken auf. Okay, soweit ich weiß, war hier noch so ein Großschnauzer drin. Ja genau, dieser Valentino hier, dieser Schönling. Hey, wer bist du denn? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen Runtergekommenen wie dich vermisst keiner. Was? Tja, wenn du mal so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Aber so reich wirst du nie sein. Ich merke schon. Mit dir werde ich mich noch amüsieren. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin Valentino, der Schöne, Lebenskünstler und Schürzenjäger. Arm an Sorgen, reich an Weisheit und Gold, und die Frauen liegen mir zu Füßen. Hast du Probleme? Dann halt sie fest, ich kann sie nicht gebrauchen. Ja, kennen wir.
Weißt du was, du gehst mir so auf die Ketten. Steck die Waffe. Na warte, du Mistkerl! Und mit deinem komischen Knüppel da. Und mal gucken, wie viel Geld du hast. Oh, du hast ja nur lausige 200 Gold. Das gibt's doch nicht. Und eine alte Münze. Oh. Seht ihr? So habe ich das nämlich auch gemacht. So, wach auf. Mit dir habe ich mich jetzt amüsiert, Valentino. Oh Mann, mein Kopf. Was jetzt? Komm. Lass mich in Ruhe, du brutaler Mistkerl. Ah, brutaler Mistkerl. Du bist mir also nicht so gesonnen? Shit. Ich wollte eigentlich hier Vergessensspruch machen. Bin aber zu blöd, mir mein Mana aufzufüllen. So, Valentino. Brutaler Mistkerl, sagst du das nochmal zu mir? Nee. Okay, okay. Gucken, was haben wir denn hier noch? Oh, mal an Alain Dufond die Frage stellen, habe ich jetzt irgendwas verbaut hier mit Valentino, dass ich eine genatzt habe oder sowas? Oh, ich weiß es nicht. Valentino konnte ich damals schon nicht ab. Auf zum Leuchtturm. Und da wartet ja auch Dandolo auf uns. Schnell mal zu Constantino hin. Diesen Tattergreis von Alchemist. Ich suche Heilung. Ich suche Heilung. So, Roland. Bist du etwa verletzt? Nicht ich, sondern ein Angehöriger der Stadtwache namens Heckard. So? Durch was oder wen wurde er denn verletzt? Durch einen Lurker. Oder vielmehr durch einen mutierten Lurker. Durch einen mutierten Lurker? Das hört sich ja gar nicht gut an. Ihr sagt es, Meister Constantino. Anscheinend haben die Schwarzmagier was damit zu tun. Dann werden sie den Tieren irgendwas zu essen gegeben. Oder sogar das Wasser, das sie trinken, vergiftet haben. Das vermute ich auch. Bei Adalos. Es sind wirklich schlimme Zeiten, in denen wir leben. Ja, helfen wir mal ihnen, ne? Eigentlich wäre Watras der bessere Ansprechpartner. Aber leider haben die Wassermagier Corinis verlassen. Tatsächlich? Wohin sind sie denn gegangen? Das weiß ich nicht. Aber lass mich jetzt mal überlegen, wie wir Heckard helfen können. Ich müsste einen besonders starken Heiltrank für ihn brauchen. Ich benötige also mehrere Pflanzen. Ach nee. Außerdem benötige ich das Blut der mutierten Lurker. Das haben wir. Das Blut? Wozu? Um es zu untersuchen. Vielleicht kann ich durch das Blut feststellen, wodurch die Lurker mutiert sind. Gut. Und was für Pflanzen benötigt ihr? Bringe mir 5 Heilpflanzen, 5 Heilkräuter, 3 Heilwurzeln, 3 Feldknöterich und eine Drachenwurzel. Das wird reichen. Ja, und ein Taschentuch, damit du dich mal so ordentlich ausschneuzen kannst, denn du hörst dich arg verschnupft an. Wegen der Pflanzen. Ja, was ist damit? Hast du alles zusammen? Ich habe das Blut der mutierten Lurker. Und alle Pflanzen, die ich dir bringen sollte. Ja, dann zeig her. Bei Adalos. Es ist tatsächlich alles dabei. Schade. Aus dir hätte ein brauchbarer Alchemist werden können. Ja, nur weil ich ein paar Pflanzen gepflückt habe. Naja. Wann ist er denn Wann fertig? Wann ist der Trank für Heckard fertig, Meister? Frag mich morgen. Dann dürfte er fertig sein. Naja, gut. Dann werden wir eine Runde schlafen und dann fragen wir den Constantino wieder. Der arme Kerl. Und zwar können wir hier. Was? Hier eine Runde schlafen. Die Probleme habe ich kaum gesehen. Ah, dieser Teppich ist schön. Und eben ums Eck. Und Constantino den Trank abholen. Ist der Trank fertig? Ja, hier ist er.
Ich hoffe, er wird helfen. Sicher, aber er kann mir Könnt noch was mir beibringen. Könnt ihr mir Alchemie beibringen, Meister? Warum? Eigentlich bringe ich nur jemandem etwas bei, der mir mehr als Lehrling anfangen will. Ich bin in einer wichtigen Mission im Auftrag des Königs unterwegs. Um diese schwierige Aufgabe zu meistern, wäre schon von Vorteil, wenn ich mir den einen oder anderen Trank selber brauen könnte. Verstehe. In diesem besonderen Fall kann ich eine Ausnahme machen. Frag mich einfach, was ich dir beibringen soll. Unterrichtet mich in der Kunst der Alchemie. Gut. Zuerst einmal die Grundlagen. Jeder Trank wird aus Pflanzen gemacht, denn sie besitzen die unterschiedlichsten Kräfte. Sie tun nichts anderes, als mit all ihrer Kraft zu wachsen. Und diese Kraft zu verändern, ist die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch benötigst du eine Laborflasche. Du musst die richtige Rezeptur kennen und die entsprechenden Zutaten haben. Es gibt eine Reihe von Rezepturen, die ich dir beibringen kann. Tränke, die dir verlorene Kräfte zurückgeben und sogar solche, die deine Kräfte permanent verändern. Du kannst nicht alles auf einmal lernen, also wähle mit Bedacht, welches Wissen du dir aneignen willst. Ja, ja. Welche Rezepturen kannst du mir denn erstmal anbieten? Welche Rezepturen? Und ich weiß, dass die teuer sind. Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Da ist man ja immer ganz Elixier der Stärke. 25 LP. 25 Lernpunkte. Ich dürfte ja jetzt 30 haben. Essenz der Heilung, 3 Lernpunkte. Ja, das bringt mir alles erstmal reichlich wenig, weil ich muss erstmal Stärke investieren. Seht ihr, 30 Lernpunkte haben wir. Und jetzt fetzen wir wieder mal den langen, langen, langen Weg wieder runter zu Heckart. Dafür nehmen wir den Dandolo wieder mit und dann sehen wir uns wieder. Hey! Komm mit! Auf geht's! So, jetzt müsste ja gleich der eine Jäger da kommen, den ich bei meiner ersten Folge hier tot vorgefunden habe. Das ist er diesmal nicht. Wow, super geändert. Niklas! Halt, lass mich bloß in Ruhe, klar? Hey, jetzt bleib mal ganz locker. Was ist los mit dir? Glaubst du etwa, ich wäre ein Ork oder sowas ähnliches? Ein Ork? Nein. Aber die haben jede Menge Söldner mit. Vielleicht bist du einer von diesen. Du könntest allerdings auch zu den Banditen gehören, die jetzt die Gegend unsicher machen. Was weiß ich? Ich kann dich beruhigen. Ich gehöre weder zu den Ork-Söldnern noch zu den Banditen. Ist das auch wirklich wahr? Ja, ich bin ein Bürger von Korinnes und nebenbei gesagt ein Kämpfer des Königs. Ich würde dir ja gerne glauben, aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Du kannst mir vertrauen. Mein Vater ist Bosper der Bogner und den kennst du doch bestimmt, oder? Na klar kenne ich Bosper. Ich bin Jäger und verkaufe bei ihm meine erbeuteten Fellen. Aber du lügst. Sein Sohn befindet sich gar nicht auf Korinis, sondern dient auf irgendeiner kleinen Insel als Waffenknecht. Ja, ich habe eine lange Zeit auf der Insel Athanos gedient und komme jetzt nach Hause, um meine Eltern zu suchen. Athanos? Kenne ich nicht. Im Übrigen kannst du mir damit auch einen Bären aufbinden. Du kannst mir viel erzählen. Oh, oh. Meine Güte, kann dich denn gar nichts überzeugen? Bosper hat mir mal den Namen seines Sohnes genannt. Wenn du mir diesen nennen kannst, werde ich deinen Worten glauben. Okay. Wenn das alles ist, mein Name ist Roland. Roland. Roland? Ja, ich glaube, das war der Name, den ihn Bosper genannt hatte. In Ordnung, ich glaube dir. Na endlich. Na endlich, nebenbei genau. Gesagt, du kannst deine Waffe wieder einstecken. Jo. Wie? Ach so, das hatte ich ganz vergessen. Ja, schön, dass wir Niklas auch endlich mal lebend angetroffen haben. Mal gucken, vielleicht hat er noch was zu sagen. Du bist also Jäger. Du bist also Jäger. Lohnt sich das überhaupt? Ich stelle keine großen Ansprüche. Alles, was ich brauche, organisiere ich mir selbst. Die Pfeile schnitze ich mir und das Fleisch liefert mir die Natur. Gibt es hier viel Wild? Früher konnte ich mich nicht beklagen. Aber nun streifen die Orks umher und verscheuchen jedes Tier.
Ah ja. Man könnte ja... Das kannst du mir bestimmt etwas beibringen. Genau. Sicher. Ich könnte dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Das ist schön. Wie teuer bist du denn? Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. Bogen 5, ja, okay. Das nur so als Info. Speichern wir mal ab. Komm dann, Dolo, da hinten sind noch ein paar Scavies. Ja, ja. Schon wieder so ein Mistvieh. Okay, mal gucken. Ist er schneller oder bin ich schneller? Naja. Niklas wollte aufstehen, mithelfen. Herrlich. Okay. Ein Scavy, zwei Scavy. Und drei Scavy. Da auf der rechten Seite hängt noch irgendwas hier im Baumstumpf drin. Richtig. Und noch ein Scavy. Ja, dann werde ich hier mal alles abgrasen und dann hoffe ich, dass wir dann endlich zu Hackert kommen. Ja, was ist denn das da oben? Jetzt noch ein Zelt. Ist das Zelt von unserem Niklas? Ich glaube ja. Steckt da irgendwer drin? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es ja noch jede Menge Loot. Nein, ich will keine nasse Tierhaut austrocknen lassen. Nee, außer ein paar Sachen hier. Ach ja, eine Truhe. Okay, hier gibt es also nichts. Dann werde ich das machen und wir sehen uns wieder. Ah, sehr gut. Hier ist ein Holzstumpf. Da hinten ist eine Baumsäge. Das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, dass ich endlich mal mein Zeug hier ein bisschen bearbeiten kann. Aber wie schon gesagt, das mache ich alles im Off. Dann Dolo und Roland auf Abwägen. Wir befinden uns hier in der Nähe der Taverne, wo wir unheimlich viele, Grabstätten finden, Grabsteine, Feldräuber und ein paar Heilgeschichten, Heilkräuterchen. Und jetzt möchte ich ganz gerne wissen, was hier eigentlich in der Höhle ist. Dann Dolo, komm mal, spring mal mit rüber. Oh, ich höre Gobbos. Gucken, vielleicht findet schon dann Dolo... Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, dann komm erstmal rüber hier. Ach so! Skelette sind das. Super klasse. Dann darf ich die selber niedermachen oder was oder wie? Ah ja, dann schon wieder so ein Mistvieh. Okay. Ja, dann haben wir das auch alles erforscht. Wir sind ja von automatisch hier rausgekommen. Nicht zu holen. Ja, wie viele Sachen gibt es denn hier noch zu holen? Da ist nicht zu holen. Ja, hier gibt es auch noch was. Hier ist noch ein schwerer Ast. Bringt ein paar Pennies an Erfahrung, an Goldmünzen. Ja, wenn wir hier nicht dauernd irgendwie stolpern würden, würde ich ja auch weiterkommen. Und ich möchte ganz gerne wissen, ach, da ist ja noch ein Türchen. Und hier gibt es noch was. Ja, ein bisschen Butlerfleisch, also ein paar Pilze. Bunten Pilze sind immer so eine Warnung dafür, oder besser gesagt ein Anzeichen dafür, dass es Pilze gibt. Wo kamen denn jetzt die Gobbos raus? Sie kamen hier rechts irgendwo raus. Gucken wir doch erstmal rein. Und zack. Aua. Ja, da haben wir dann auch wieder hier. Ja. Grabsteine mit lustigen Inschriften. Nebst Kräutern. Na los, komm. Ich bin ja immer so ein ganz ordentlicher. Na, guck mal hier mal in der Nebenhöhle. Zombos! Die schaffe ich noch nicht mal. Mann! Jetzt habe ich ihn abgespeichert. So, nochmal retryen, also nochmal neu versuchen und ihr fällt gerade auf, ich habe noch ein paar Dunkelpilze. Vielleicht gibt das ja mal wieder mehr Mana. Ah, klasse. Klappt ja. Okay. Ja, auf wie geht's? Bei so vielen, da soll ich dir noch irgendwie sagen, defensiv, offensiv? Oh Gott. Okay, machen wir sie erstmal abhö. Ja,
Okay. Da ist okay. Nicht zu holen. Ja, bei den Zombies holt man nichts. Mensch, Roland, merk dir das noch mal. Jetzt. So, gespeichert. Das war jetzt ein kleiner Ruckler, aber egal. Das sind mir dann doch zu viele. Du doch nicht! Pass auf! Ja, Entschuldigung. Guck doch mal, hier sind so viele Zombies. Die müssen wir doch alle mal hier mal weghacken. Untote Peoples hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Sandolo, die haben wir doch noch gepackt. Ein bisschen mit mehr Besinnlichkeit. Was ist denn hier drin? Ein Schwedge. Ein Paladin Zweihände. Okay, ist das was Besonderes? Also, Gesegneter, Paladin Zweihänder, benötigte Zweihandwaffe. Okay, das wird der sein, ne? Allerdings, ja, okay. Dann haben wir mal dann eine Juwelenschatulle. Dann haben wir hier ein Steingrab. Noch ein Paladinschwert, das habe ich mal nicht gesehen. Die Dinger kann man, und noch ein Paladin, doch, hat man so leicht gesehen. Ja, jo, so viel zu dieser Höhle, Nebenhöhle und diesen vielen Zombies. Jetzt gucken wir mal, was bei der Tür da ist, die hier rechts von uns ist. Ja. Jetzt mal wieder abspeichern. Also ihr seht den Speichervorgang nicht, den stoppe ich immer. Das ist zu weit entfernt, immer noch zu weit entfernt. Ohne jetzt. Den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, dann Dolo, weiter geht's zu Hackard. Hier, nimm diesen Heiltrank. Er wird dir helfen. Innos sei Dank, du kommst zur rechten Zeit. Länger hätte ich das nicht durchgehalten. Oh, tat das gut. Wie fühlst du dich? Seltsamerweise fühle ich mich bereits viel besser. Danke, ohne deine Hilfe wäre ich sicher gestorben. Hier, meine letzten 50 Goldstücke. Sie gehören dir. Mehr kann ich dir leider nicht geben. Besser als nichts, nö. Ich will kein Gold. Du hast eine Lebensgefahr. Da hilft man einfach, ohne was dafür zu verlangen. Wirklich? Du bist wirklich ein anständiger Kerl. Leider gibt es nicht so viele Menschen, die so denken wie du. Wenn du mal Hilfe brauchst, kannst du jederzeit mit mir rechnen. Ja, so macht man sich auch, Freunde, ne? Yep. Dann nochmal speichern. Und dann werden wir uns mal Richtung Großbauern aufmachen. Also nicht direkt natürlich, sondern irgendwo gab es doch auf der rechten Seite die Peoples von der roten Laterne Bar. Ich komme noch nicht mal hier, um die Waffe zu ziehen. Meine Fresse. Okay, dann werden wir die erstmal dezimieren. Oder haben wir beide mal ein Schlachtfeld hier hinterlassen, nicht? So, auf zu den Freunden der roten Laterne Bar. So, warum muss ich denn jetzt wieder hier stehen bleiben und Heilpflanzen einsammeln? Leute. Ich hab doch schon wieder ein Schnäppersche gesehen. Schnäppersche nicht. Wie komme ich denn auf Schnäpper? Das ist doch bloß ein Scavy, der da hinten auf uns lauert. Komm. Geh mal vor, dann Dolo. Oh. Sicherheitshalber doch nochmal im Vorbeigehen. Mal ein paar Scavenger. Looten. So. Fix. Ansonsten bringt es nichts. Da hinten sind noch mehr. Und Dunkelpilze. Also erstmal werde ich das hier erstmal looten, bevor ich hier die Leute da hinten anspreche. Ich glaube, ihr verzeiht mir. Ja, da hinten sitzt ja die Gruppe. So, als erstes werden wir mal den Bromor sprechen. Hi. Hi. Wie ist die Lage? Das fragst du jetzt nicht im Ernst, oder? Nun, ich... Ach, hör auf. Wie ist die Situation mit den Orks? Was weiß ich. Ich bin froh, dass hier noch keine aufgetaucht sind. Kann ich dir helfen? Du willst mir helfen? Na schön, warum nicht? Du könntest... Aber halt, das ist ganz unmöglich, solange die Orks in der Stadt sind. Was soll ich tun?
Nun, ich müsste wissen, wie es um die rote Laterne steht. Nicht, dass diese von den Orks in Brand gesteckt wurde. Wenn du das erfahren könntest, würde ich dir 100 Goldmünzen zahlen. Tja, es wäre gewagt, das lassen wir mal. So, und dann in der ersten Folge habe ich vergessen, nochmal ihn anzusprechen. Das werde ich jetzt hiermit tun. Nee. Okay. Wahrscheinlich war das mit einer Quest irgendwie was. Ich weiß es nicht. Fragen wir erstmal hier Burka. Hallo. Weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Tut mir leid, da liegt wohl ein Irrtum vor. Ich weiß nichts von Kraut. Okay. Vielleicht dann nochmal den Herrn Romo anquaken? Nee. Ja, durch diesen Propf da hinten müssen wir durch. Einen anderen Weg kenne ich leider nicht. Also wenn wir mal versuchen, erstmal hier hoch zu klettern. Das wird wohl... Ach, man kann auch ganz normal hochlaufen. Und dann Dolo mal auch ich mit der Fernkampfwaffe einige Ork-Krieger zu versuchen. So, Dandolo, wo bist du? Ja, das ist gut, dass du jetzt mal da... Aha. So, wir wollen natürlich auch die Szene hier sehen, was passiert. Oha. Los, Orgi, geh kaputt. Nein, 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 doch. Dandolo, ich danke dir. Heilpflanze und was trinken. Ganz schnell trinken. Look, look, weg, Vara. Und hier nochmal. Wow. Speichern natürlich. Na, das ging ja wie geschnitten Brot. So, habe ich dich hier schon ausgeraubt? Nein, noch nicht. So, diesen Propf haben wir jetzt hier mal entfernt. Wo sind die anderen? Ach, die sind da oben. Oh, stimmt ja. Dann mal oben hingehen und werden dann die hier nochmal looten. So, hat irgendwer von euch was Wichtiges in den Taschen? Nein, nicht. Ja, warum habe ich denn jetzt hier diesen Propf wohl gereinigt? Ganz einfach aus dem Grunde, weil wir da Richtung Turm kommen. Ich mach dich fertig, Mora. Ah, das sind noch drei. Shit. Oh, das ist sogar ein richtig fetter Ohrkrieger. Okay. Auch da bin ich wieder ein bisschen... Ach, Mann. Verletzt worden. Bisschen ist gut. So, dich habe ich ja schon. Da ist nicht zu holen. Okay, weiter geht's. Oh, nee. Ab der Stelle wird es natürlich richtig kompliziert. Ich habe mir gedacht, genau, Dandolo ist ja noch im Kampfmodus. Ich werde ihn von hier oben unterschattet. Ach, er ist hier hochgesprungen. Wie lustig ist das denn? Unterstützen. So, und jetzt bleiben die alle hier. Oh, der hat nicht mehr viel. Nein! Hau ab! Mein Gott, nein! Mein Gott, Walter, was soll denn das hier werden? Der hat noch so viel an Lebensenergie. Wenn der jetzt hier hochkommt, dann bin ich im Arsch. Oh, war's das? Wie cool ist das denn? Nach 20 Minuten, 1000 Nicht Minuten, ne? Ja, habe ich es endlich geschafft. Leute, Dandolo ist gut, kannst hier unten bleiben. Manometer. Ich bedanke mich für das Zusehen dieser Folge, dieser auch reichlich letzten Minuten. Ich meine dramatischen Minuten. Nicht zu plündern. Okay, Dandolo hat's noch. Ach Leute, nee. Gut, bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss, viel Spaß im weiteren Verlauf des Tages. Gebt mir einen Daumen und schreibt einen Kommentar. Ciao.